Ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern, was ich vorhatte. Ich habe. Ich glaube, ich hatte zu wenig Kohle, kann das sein? Ich hatte ein bisschen ein Kohleproblem. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr von den Viechis. Wir brauchen auch mehr Platz für die Viechis. Wobei, ihr habt eigentlich hier eh gerade genug Platz. Oder? Still happy. Ja. Irgendwann brauchen wir mehr Platz für die Viechis. Oxygen schaut gut aus. Wenn wir da jetzt quasi Oxygen generieren, oder? Nein, das war nicht das Overlay, das ich haben wollte. Ventilation Overlay, ja, da kommt ganz viel Oxygen raus. Wunderbar. Nur die Kohle ist ein Problem. Die Kohle ist tatsächlich ein Problem. Das ist Sandstone. Dirt. Wieso mache ich das? What am I doing? Ich meine, ich will darauf zu Kohle, oder? War da nicht irgendwo anders noch Kohle? Ist das hier Kohle? Ich glaube, das ist Kohle. Ja, okay, deswegen. Alles clashen. Kann ich hier noch eine Leiter rüber machen, damit ihr da oben rüber könnt? Also auf das Ding darf ich keine Leiter machen. Aber da kommt sie eh rüber, glaube ich. Ein bisschen Kohle haben wir, schauen wir. Ach so, genau, da war das noch das Problem. Oh, ja, das müssen wir schnell machen. Upsi, wenn ich schon damit anfange. Machen wir das bitte, ne, Yellow Alert hier. Weil sonst kommen die Leute nicht mehr raus. Burschen. Burschen, das ist ein Yellow Alert. My dudes. Somebody's gonna die. Wenn ihr so lange braucht für das alles. Okay. Yellow Alert. Come on. Come on, come on, come on, come on! Leute? Please. Okay, sie haben ein bisschen Oxygen scheinbar da. Kann das bitte jetzt wer bauen? Das gibt's ja nicht. Das ist jetzt langsamer als meine Oma. Okay. Yellow Alert. Come on. Come on, let's go! Ihr könnt auch da schon mal ein bisschen diggen, by the way. Damit wir wenigstens in Richtung Kohle kommen. Da ist die Kohle, gell? Ja, das ist noch. Was ist denn das? Granit. Da ist auch noch mehr Kohle. Okay. Verstehe nicht, wieso die ca. 10 Stunden brauchen, um das Zeug zu bauen. Sind alle meine Bilder da drüben? Ihr habt schon mal ein bisschen Oxygen hier, oder? Ja, so ein wenig. Okay. Ja, das ist fein. Uiuiui. Habe ich gerade niesen müssen. So, und jetzt deconstructen wir den ganzen Ship, bitte. Yellow Alert! Ich meine, ich kann auch einfach 9 machen. Okay. Jetzt hätten wir hier wieder ein Vakuum und alle können wieder nach Hause, wenn sie wollen. Which is important. Wie schaut's hier aus? Nicht wirklich irgendwas weitergegangen. Ah ja, genau, da habe ich schon die Temperatur. Abgrenzung vorgenommen und da müsste es auch noch passieren. Okay, mehr Kohle. Oh, jetzt sind sie cramped. Shit. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich. Wollte ich da noch mehr. Ich wollte da wahrscheinlich später noch mehr Zimmer machen, oder? Wir brauchen irgendwo mehr Platz für unsere Dudes hier. Da vielleicht? Wobei das noch nicht wirklich fertig ist. Aber ich meine, for the moment. Wobei da könnte es ein Oxygen-Problem geben, irgendwann einmal. Da haben wir auch ein Plätzchen. Wir könnten es eigentlich da machen. Weil da wird die ganze Sache relativ warm, gell? Weil da die, stehen. Wir sollten das auch irgendwann abtrennen. Wie wär's mit hier? Wie lang muss das sein? Der Dingsraum. Wo ist es denn?
Stable. Höchstens 96, also 24 mal 4. Ja, check. Schön. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich kann nicht. This is not working. Machen wir Insulated Tiles gleich. Die Tür zählt nicht. 2, also 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und hier wäre dann zu. Alright. Das ist fein. Ich meine, ich gebe gerade die ganze Zeit neuen Shit in Auftrag, während sie den alten noch nicht fertig gemacht haben. I'm aware. Haben wir genug zu essen? Wir haben zumindest genug zu essen und wir haben kein Oxygen-Problem. Das ist ja schon mal etwas. Okay, du kommst hier rüber. Was? Starvation? Wo? Du bist am... Kommst du nicht mehr zurück oder was ist los? Doch, du kommst hier zurück. Komisch. Und wir haben genug zu essen. So, I don't really see the problem. Ah, genau, da haben wir auch noch ein Problem gehabt, gell? Yes, indeed. Das müsste ich irgendwann wieder da reinpumpen, aber ich bin gerade zu deppert. Wir bauen zuerst den anderen Chars hier fertig. Vor allem die Viecher will ich so schnell wie möglich, weil sie legen keine Eier mehr, glaube ich, wenn sie cramped sind. Das heißt, ich glaube, wir müssen die Eier hier rausholen, das ist das Problem. Die Frage ist nur, wo ich sie dann dabei hinlegen kann. Aber wir können eigentlich jetzt schon hier... Warte mal. Bauen wir mal eine Storage Bin hier hin, bitte. Nur, dass wir die Eier mal verstauen können. Okay, wunderbar. Müsste mal 9. Du nimmst nur... Sage Hatchling Egg und Hatchling Egg. Wobei Sweep Only würde ich sagen. Warte mal, Sweep. Nein, na, das wollte ich nicht. Nochmal Critter Egg. Nehme ich Hatchling Egg und Sage Hatchling Egg und dann Sweep Only. Und dann sagen wir dir mal, dass du da ein paar Eier rausnehmen sollst. Das ist so herzig. Sweep. Sweep und dann schauen wir, wie lange es noch dauert, bis sie cramped sind. Also bis sie nicht mehr cramped sind. Sind schon nicht mehr cramped. Das heißt, ich habe nur ein Ei rausnehmen müssen dabei. Müssen halt noch viel mehr werden. Dann lassen wir die Eier dann hier hatchen. Also wir können das eigentlich gleich mal wieder raushauen. Wie macht man das schon wieder? Ja. Jetzt liegen die da. Wunderbar. Da sollen sie auch liegen. Und brav hätchen. Wir haben noch kurz Zeit, den Rest des Raumes fertig zu machen. Bevor das Ganze schlagen wird. Das ist die Leiter hier deconstructen, bitte. Und hier ein weiteres Insulated Teil machen. Wunderbar. Wie schauen wir hier aus? Geht noch nicht wirklich was weiter. Ah, oh, warte, die Hälfte davon wird dann da runterfließen, ne? Oh, what shit happens. Das Sweepen wird momentan auch nicht gemacht. Okay, ist jetzt damit fertig. Da wäre auch noch. Ist das? Das ist Kohle. Ist jetzt damit schon recht fortgeschritten, muss ich sagen. Nicht ein Manual Airblock, eine Pneumatic Door. Ich meine, ich brauche da jetzt nicht wirklich installierte Teile da oben eigentlich. Man kann es auch übertreiben.
Ist das dahin tun und da müssen wir reinhauen. A Grooming Station, oder? Und ist bei Food? Ja, ein Critter Feeder muss hier rein. Und ein Critter Drop-Off können wir auch reingeben. Wie schaut's bei euch aus momentan? Happy, tamed und groomed. Das heißt, ihr solltet irgendwann mal wieder reproducen. Okay, ein paar davon laufen zumindest. Da geht immer noch nichts weiter. Oh, und wir tun auch nicht mehr forschen. Wupsi. Nach was steht mir denn der Sinn? Gourmet Meal Preparation? Why not? Schauen wir mal. Sind alle Betten besetzt momentan? Warte mal, da ist irgendwas. Oh, Skill Points available. Eboe hat einen Skill Point. Ich meine, wir könnten einfach. Ja, wobei, du bist eher für Ranching zuständig. Wir könnten noch jemandem Hard Digging geben, aber das haben wir schon vier Leute. Ich glaube, ich gebe dir stattdessen Improved Farming. Wenn wir ein bisschen aufpassen. Gott! Jesus! Was ist denn mit deiner Moral, bitte? Washroom, Socialize, Two Shift Break, Duplicate Barracks. Ah, wieso habt ihr so gute Moral hier? Great Hall. Achso, du warst noch nicht in der Great Hall. Oh, du hast vielleicht keinen Platz in der Great Hall? Mein Dude, warte mal kurz. Vielleicht müssen wir noch mehr solches Zeug bauen hier. Und mit solches Zeug meine ich natürlich Messtables. Warum sind sie da eigentlich so? Egal. Da nochmal. Eins, zwei. Da kommt auch noch einer hin. Und da machen wir einen großen Sculpting-Block. Das ist auch immer noch nicht gebaut, dieses Airflow-Teil. Aber du bist gebaut. Du brauchst Fressen für Sage Hatch. Also da können wir die Bristleberries verwenden, gell? Wir können auch Meatlice verwenden. Was habe ich da eingestellt? Meal-Lice und Polluted Dirt. Und bei dir? Meal-Lice und Polluted Dirt. Okay. Okay. Da geht auch Sand hier. Bei euch. Sandstone. Und I guess Sand auch noch. Und der Sage Hatch kriegt auch noch den Polluted Dirt dazu. Ich meine, da ist jetzt beides, oder? Und für dich ist das ja auch. Ja, genau, die Meal Lice sind ja auch angemacht. Alright. Outside of stable? Really? Why? Ist zu groß? Ah, du bist zu groß gerade. Ja, so, ja, logisch, weil die noch nicht gebaut sind. Deswegen ist es zwei Felder große. Das wird sich gleich erledigt haben. Was ist dein Problem? Atmosphäre. Ah, es ist nur da eine, das eine Pocket von Sch. Das ist nervig. Bleibt einfach da. Alright. Bisschen, was geht hier weiter, wenn nicht gerade viel? Okay, die Kohle haben wir uns noch geholt. Die ist nice, leider ist die nächste Kohle da nicht so nah.
Es ist schon rundherum überall Kohle. Wenn wir mal ein bisschen anfangen zu minen. Na, ich würde ja gerne, dass sie hier hinkommen. Machst du das mal fertig hier? Ich will wissen, ob das geht. Weil über die zwei Leitern da sollten sie doch eigentlich seitwärts können. Seid ihr jetzt voll mit Germs? In all likelihood, oder da unten. Naja. Ihr solltet jetzt nicht da durchgehen. Ihr solltet jetzt da oben durchgehen. Jetzt werden sie alle krank werden. We need to do this differently. Du müsstest da nicht rein. Okay. Und wir müssen hier eine Leiter so machen, bitte. Und die Leiter kann hier dann auch weg. Wird sie meistens nicht über hier laufen. Oh, jetzt habt ihr schön Kohle abgebaut. Ey, wobei die Kohle sollt ihr eigentlich auch abbauen. Da müsst ihr jetzt leider noch dreckig werden. Ach so, genau, das war das Problem. Weil langsam ist es genug Wasser, glaube ich. Das trotzdem bedeckt bleibt. Was hast du hier für eine. Naja, du hast 9. Das heißt, die meisten Leute werden hier Kohle herbringen. Oh, wir haben Scheinbugs. Wir haben ein Scheinnymph-Egg. Das wollte ich eigentlich auch haben. Dammit. Holt's mir das Ei. Will die Viechis auch haben. Weil ich noch nicht weiß, was die fressen. Sag mal, ja. Okay, nur die Bristleberries. Na, wir haben momentan eh genug zu essen, aber. Ist es reingegeben? Ist nicht mehr da, also, I guess yes. Yep, jetzt liegt da noch ein Schein im Fleck. Wunderbar. Incubate mal schön da oben. Warte mal, den Strom. Ist es irgendwie wichtig, dass dieser Strom hier angeschlossen ist? What the fuck? Ah ja, wir können das also nicht powern, gerade mit Rädern. Ja, kann man ja noch kurz hier eine Leiter raufbauen. Damit wir dieses Problem irgendwie lösen können. Kannst du da Leitern bauen? Nein, of course not. Why would you? Bam, 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 bam. Please do that. Okay, das passt so. Copper Ore brauchen wir nicht unbedingt, aber die Kohle habt ihr geholt. Na, da liegt immer noch Kohle. Checkt ihr die Kohle, mein Junge? Da ist auch noch Kohle, by the way. Hey. Leg noch das hier weg, bitte. Weil das ist Kohle. Okay, wir können wieder irgendwas printen. To the blueprint. Kohle zufällig? Pufflet. Ich weiß nicht mal, was das bringt. Sim Construction. Nein, ich weiß nicht, ob wir wirklich noch einen Typen brauchen. Na, nehmen wir halt dich. Dabei. Wie viele Kolonisten haben wir momentan? 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ey, das ist noch kein. Das ist noch kein. Das ist noch kein Hut, mein Dude. Aha, jetzt geht's auch noch besser. Okay. Krieg mal Exosuit Training, das magst du eh.
Immer noch recht viel Wasser. Was ist eigentlich mit dir? Kann das mal irgendwer den Polluted Dirty irgendwo hinbringen, please? Bevor ihr mir alles voll polluted. Wie geht's euch oben? Elderly? Wieso bist du glam? Welche Needs are not being met? Wieso seid ihr glam? Habt ihr nichts zum Essen? Wurde die nicht gegroomt? Wie geht's dir? Wieso bist du auch glam? Ah! Zu wenig gegroomt. Leute, ihr müsst ein bisschen mehr groomen hier. Aber sie sind wenigstens nicht cramped. Alright. Seid ihr mal incubated bald? 59%, 11%, 0,2%, 11%. Weil ist jetzt hier weniger geworden? Nein, ist jetzt 4 Stück. Ich glaube, ihr wart vorher auch 4 Stück. Es müssten noch mehr werden, ist das Problem, bevor mir die ganze Kohle hier im Umkreis ausgeht. Okay, ich glaube, es wird Zeit für eine kleine Kohle-Expedition hierauf. Das ist Kohle, gell? Ja, okay, so. Ein bisschen leid. Ihr diggt's einmal hier rüber. Den. Und dann machen wir eine Leiter darauf hier hin. Den. Und dann meinen wir hier rundherum die Kohle weg. Sind diese Einzelstücke hier auch Kohle? Nein. Okay. Sehr schön. Jetzt kann das tatsächlich auch mal per Fuß betrieben werden. Wenn es denn nötig wird. Blutet Oxygen. In rauen Mengen hier. Ey, wollte ich das eigentlich wieder zumachen? Ich glaube, ich wollte es eigentlich wieder zumachen. Machen wir es wieder zu. Deconstruct. Konnte man das vorher auch schon über das Deconstruct schon drüber bauen? Das finde ich irgendwie ganz nett. Oh, warte. Cramped schon wieder. Yo, sweep it. Dafür müssen wir aber wieder das hier machen können. Sweep only sollte ich wirklich anmachen. Und dann... kann ich das immer noch mit hoher Priorität sweepen lassen. Jetzt seid ihr wieder happy. Aber nehmen wir noch eins mit. Nur, dass es nicht gleich wieder cramped ist und ich es übersehe. Aha, ihr könnt es jetzt da nicht mehr runter die Kohle holen, ha? Aber da ist gar keine Kohle, wie es aussieht. Alright, das kann aber unten liegen bleiben für einen Moment. Ah ja, jetzt werden wir gerade unser ganzes dreckiges Wasser los. It's fine. Alle sind relativ glücklich, würde ich mal behaupten. Wieso macht eigentlich niemand das? Kann das mal irgendwer machen oder haben wir zu wenig Material dafür? Das nervt mich jetzt, dass das die ganze Zeit schon da steht und nie macht's mehr. Wie viel Platz haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wir haben genau 14 für die 14 Leute, die wir haben. Also ich bräuchte schon fast den nächste Great Hall. Wenn wir uns mehr Leute holen. Ich weiß nicht, ob jeder einen eigenen Tisch braucht. Das schaut eigentlich. Ah doch, Assigned to. Ja, es braucht jeder den eigenen Tisch. Das mit mehr Leuten bräuchten wir eine zweite Great Hall. Ob ich auch nicht wirklich Bock habe. Immer noch 115.000 Kalorien. Hier wird brav gegroomt.
Es könnte noch mal brav gesweept werden. Sieht so hässlich aus hier. Wo war's? Sweepen schon wieder? Move debris into storage. Nein, please stop with this. Ist das da oben? Nein. Wird momentan nichts erledigt. Sind wahrscheinlich ein paar hier beschäftigt, oder? Ja, das habe ich schon ordentlich durchgegraben. Wie heiß ist es hier? Schon eher warm wird es langsam. Da oben. Aber das ist ja sowieso nicht im normalen Teil unserer Basis, sondern das ist hier isoliert. Isoliert. Every time. Ich meine, wir könnten langsam schauen, dass wir das hier vielleicht... wobei, ich kann es auch dabei da drin lassen. Es ist nicht so wichtig. Dass wir es rauspumpen, meinte ich. Damit seid ihr fertig. That's cool. Damit seid ihr auch fertig. Okay, das heißt, wir sind hier komplett isoliert. Nice. I like it. Das könnt bitte noch mehr bauen. Muss auch mal kurz auf 9. Nur, dass es gemacht wird, damit hier nicht allzu viel Polluted Oxygen reinkommt. Was soll das heißen, ne? Storage unavailable für was? Für Dirt haben wir kein Storage? Ah, ich hab nicht... Ah, alle meine Storage Bins hier sind voll. I see. Okay, warte mal. Deckt's das hier mal weg, bitte? Warte, wir können hier auch dann einfach mehr Storage bauen. Und, hat's mir noch ein paar mehr Storage Bins. Ich kann eigentlich das Ganze sowieso öffnen bis hierhin. Die Leiter kann eigentlich irgendwann auch weg. Bei mir auf der anderen Seite eine Leiter. Und dann bitte ich hier noch ein paar Teils bauen. Kannst du ja auch noch ein Teil bauen. Copy Settings. Achso, muss ich das mit Linksklick machen? Ja, okay. Habe ich nicht genug Distelberry? Natürlich habe ich. Achso, warte, da war der. Ich weiß schon, was das Problem war. Warte, aber dann kann ich ja Mealwood hier hinhauen. Ey, wir haben noch mehr Oxyfern? Da unten sollten wir irgendwie Oxyfern hinplanten. Brauchst du Wasser? Ich glaube, du brauchst Wasser. Elderly. Irrigation, ja. Es braucht Wasser. Habe ich da unten schon ähnliches Wasser, das vorbeifährt? Nein, oder? Ich meine, es ließe sich leicht einrichten. Dreckiges Wasser geht, glaube ich, nicht. Hä? Bin auch fähig darauf. Ich habe das Wasser einfach weiter darauf geführt. Interesting. Du stehst bis dahin. Ich kann von der einen Pumpe eigentlich abzweigen und noch einfach zum Oxyfern, den ich da unten. Aber wie viel war das jetzt? Habe ich da schon Millice hingeplantet? Ja. Ja, dann kann ich mir es nicht mehr anschauen. Resources sehe ich da. Agriculture. Nein, Cookie gegen Seed, ja. Einen Oxyfern Seed haben, okay, das ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Eis. Hat für mich kurz so ausgesehen, als wäre es mehr. Gehen in die Richtung. Aber der Mist scheinbar nicht so. Okay, da wird es mal schön aufgeräumt. Das ist das hier. Sand. Ja, was ist das? Ich hab gesagt, Sweep Only. Sind da jetzt wieder. Wo sind die fucking Eier jetzt hin?
Sie haben die fucking Eier da wieder reingehängt. Ah, aber ich habe wahrscheinlich geklickt, dass sie alles gesweept werden sollen. Mein Fehler. I get it. Aber das ist blöd, weil sie dann nicht inkubieren, wenn sie im. Wenn sie in der Storage Bin drin sind, dann inkubieren sie nicht, sondern verwandeln sich nur irgendwann in ein Ei, das man essen kann. Und das ist natürlich nicht ganz der Punkt. Die ganze Kohle. Wunderbar. Und jetzt ein bisschen Kohle. Ja, du bist sogar relativ gut gefüllt. Kommt sie bis dahin? Es füllt wieder niemand hier. Ist es, weil ihr keinen Strom herstellen müsst gerade? Battery is sufficiently full. Ah ja, deswegen werdet ihr nicht gefüllt. Okay. Das ist cool, weil dann können wir ein bisschen mehr Kohle stallen. Das ist sehr gut. Wir brauchen sie dann sowieso irgendwann wieder. 11.000. That's cool. Was bist du schon wieder? Chlorine Gas Vent. Ich weiß nicht, wie viel mir das bringt. Haben wir sonst irgendwelche Events gesehen? Derweil noch nicht wirklich, oder? Chlorine Gas Vent. Muss das Wasser noch nicht wirklich wieder aufbereiten. Wir haben eh noch überall Polluted Water rumstehen. Ich könnte versuchen, mal das ganze Polluted Water hier in 1 zu bringen. Ich meine, es sind 1 Million Germs, die wir hier haben, oder? Ja, wobei nicht im Wasser dabei. Hier ist es im Wasser, aber da habe ich das auch gerade reingefüllt. Ich frage mich nur, wie wir das am besten zusammenführen. By the way, wir könnten hier auch. Brauche ich es da? Brauche ich nicht hier, ich brauche hier Insulated Tiles. Wie schlimm breitet sich hier die Wärme aus? Ich meine, es geht. Ich weiß nicht, ob es viel Sinn macht. Was? Dying on solid? Warte, was soll das heißen? Ach so. Das war nicht Status, da ging es um die Germs. Ist jetzt alle brav am Incubaten. Sehr schön. No surface, aber in wer hat der? Ja, Slime lang, 4 Gems. Dying on solid, 30% dead pro Cycle. Aber da ist Slime lang, das ist natürlich nicht okay. Haben wir viel Gems? Slime lang Gems hier? Das ist Jeremy. Da war Slime lang. Da ist Slime lang. Weil ansonsten sieht es nicht so schlimm aus, aber. Trotzdem ist das nicht okay. Ja, das ist schon wieder was Neues. Kohle? Saltwater. Ich brauche nicht wirklich Saltwater, aber ich will das. Ich will auch noch nicht mehr Dudes haben. Jetzt haben wir Salzwasser, wunderbar. Keine Ahnung, was ich damit gerade anfangen soll, aber hey, wir haben Salzwasser. Ich brauche noch nicht wirklich Kühlung. Ich meine, was brauchen wir, um Exosuits herzustellen? Ich glaube Plastik und ich glaube, dafür brauchen wir Öl und so Shit. Vielleicht sollte ich einfach mehr erforschen.
Oh, das ist ein Kältewurzel, oder? In Weasworld. Die kann man auch zur Kühlung benutzen. Aber vielleicht bereite ich als nächstes die Kläranlage vor. Können wir das hier reinstellen? Eigentlich schon. Weil ihr könnt das Ganze hier mal ausmeinen. Die ganzen Algen. Dann überlegen wir, wie ich das Ganze baue. Das war nicht schön. Aber es tut seinen Zweck. Dabei hat mal wieder niemand hier reingefurzt, was ich sehr nett finde. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das Furzen auch hin und wieder einzustellen. Ich meine, solange ich mir jetzt gar nichts Besseres zu tun habe, können wir uns auch noch das Kohlepäckchen hier holen. Wobei ich da aufpassen muss mit dem Chlorin. Ich weiß gar nicht, was schwerer ist, Chlorin oder Sauerstoff. Ja, und wenn ich da schon raufgehe, dann kann ich mir da auch gleich nachher das Chlorin rausholen eigentlich für den... Für meinen Klärraum. Ist jetzt quasi eh schon fertig. Könnt ihr hier nur noch schnell. Wobei ist jetzt zu hoch eigentlich. Ich brauche gar nicht so einen hohen Raum. Ist 3 zu tief? Wie war das schon wieder? Liquid Reservoir. Brauche ich Platz über dem Liquid Reservoir? Wie war das schon wieder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche nur 3 Liquid Reservoirs nebeneinander eigentlich. Und wir können das Ganze natürlich eigentlich auch mit Gas machen. Schaut allerdings anders aus. Das ist ziemlich viel fetter, das Gasreservoir. Ich weiß nicht, ob man das gleich machen kann wie mit dem Liquid. Mit dem Liquid Reservoir kann man einfach nur Liquid Reservoirs hintereinander stellen und das läuft so langsam dadurch, dass es dann tatsächlich, dass die Germs alle getötet werden. Aber ich glaube nicht, dass ich da genug Liquid Reservoirs nebeneinander kriege, damit das funktioniert. Wir können es übereinander stellen. Geht sich aber auch nicht wirklich aus. Also ich mache es eins höher, aber das geht... Nee, ich meine, da gehen sich so zwei Liquid oder sowas nebeneinander aus. Mit einem Airflow-Teil dazwischen. Blink, blink. Dann können wir da oben immer noch irgendwas reinbauen. Warte mal, wie viel ging da? Airflow-Teil da, Airflow-Teil da. Ah, naja. Doch, das geht sich sogar aus. Okay, Moment einmal. Weiter geht's. Ihr baut's da mal hier noch weiter. Und das Ganze will ich eigentlich auch weggemeint haben. Ich mal mach einen Teil dahin. Machen wir's so. Dann dig all of this shit out. Und dann machen wir, ich meine, das ist völlig überdimensioniert für das, was ich eigentlich gerade brauche. Da brauchen wir ziemlich viel Chlorin, aber ich meine, wir haben extrem viel Chlorin. Außerdem haben wir da auch noch ein Vent. Also wir haben kein Problem damit, genügend Chloringas zu finden. Ne, Chlorgas oder wie auch immer man das nennt. Chemische Kampfstoffe. Ah ja, nebenan brauche ich noch den Eingang. Oh, by the way, das geht ja eigentlich nicht. Dass das hier so ist. Da bräuchte man eine Wand. Oh, und dann geht sich das nicht mehr aus, oder? Das kann ich sehen. Aber wir könnten es auch da runter... Ja, wir könnten die Leute hier auch da runterkommen lassen. Wie groß ist es? Doch, das geht sich sogar aus. Wir können da eine Wand hinbauen. Die Leiter muss nur weg. Aber die Leiter muss am Schluss eh weg. Es kann halt dann niemand hier rauf.
Oder wir lassen die Leute hier am Rand und machen das ja anders. Ich glaube, das ist einfacher. Ich meine, da muss eigentlich eh niemand dazu können, aber just in case somebody wants to go there. So, ich hoffe, das passt dann. Ich kann mir das immer
extrem schwer vorstellen. Bevor es dann da ist. Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Das können wir auch noch gleich deconstructen, bitte. By the way, das kann alles deconstructed werden und wir bauen einmal teils darüber. Kann ich nur dieses Teil hier bauen? Kommt ihr da irgendwie nicht hin oder was ist das Problem? Wieso solltet ihr da nicht hinkommen? Natürlich kommt ihr da hin. Okay. Ihr habt es erfolgreich geschafft, euch selber einzusperren. Good job. Well done. Kann bitte noch wer? Please. Es wäre wichtig. Hallo, kann irgendwer. Bitte. Bitte baut's doch was! Komm mal, komm mal, komm mal. Bevor sie verhungern oder ersticken. Er hat ein CO2-Problem. He's gonna die! Please, somebody. Build this shit! Keiner interessiert sich. Das ist einem völlig scheißegal, dass ihre Freunde sterben. Das sind solche Häusel. Diese Dupes. Come on! The fuck are you doing? Ja, jetzt pissen sie sich voll. Ich meine, da ist Gott sei Dank eh schon das richtige Wasser. Wie zum Geier kann man so lahm sein? Ihr könnt dahin. I hate you. Kann ich das bitte? Wer hat das? Aarons. Niemand macht das gerade? Top Priority. And yet nobody does it? Sind das meine einzigen Bilder oder was? Yo. Jean ist da hinten. Okay, fair enough, fair enough. Rowan? Wo ist Rowan? Shower, relax. Urgent is shower and relax. Are you shitting me? Nicht Store Granite? Store ist. Wieso baut das jetzt keiner? Ja, ihr könnt's doch da bitte hin. Natürlich könnt ihr da hin. Verstehe nicht, dass so das niemand macht, ehrlich gesagt. Können wir eine Leiter bauen, vielleicht zumindest? Ich meine, keine Ahnung, geht das? Haben wir das. Haben wir das Material dafür nicht, oder was ist los? Vielleicht haben wir zu wenig Sandstone. Cancel es mal. Nein, wir haben Sandstone. Wieso hat das nie wer gebaut? I don't get it. Ah, jetzt können wir es bauen auf einmal. Ah, cool. Motherfuckers. Okay, Mob Liquid. Wir canceln es auch nochmal und bauen es noch einmal, weil scheinbar, weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Oder was das Problem ist. Dankeschön. So, dann können wir das hier deconstructen. By the way, da können wir auch einfach ein Teil reinbauen, nur damit es besser aussieht. Okay, wonderful. Ein Kutierenteil. Perfekt. Also fast perfekt. Das einzige Problem ist, dass ich das hier momentan nicht hier haben kann. Weil wir. Oder vielleicht war es sogar gegangen. Ich glaube, es war sogar gegangen, aber wir brauchen einen Botlamp hier. Hierhin. Der Bot. Also, warte, das muss auch noch weg, glaube ich. Warte, wir können das auch nochmal sweepen. Damit es hier nicht so hässlich aussieht. So, und dann hätten wir hier gerne bitte Water. Machen das zu 9er Priorität.
Ah ja, und enable auto bottle. Damit sie auch, also nicht nur, wenn wir irgendwas aufwischen, sie es holen, sondern auch tatsächlich aus dem Wasservorrat. Für was ist da? Ach, zu wenig. Das dauert noch ein bisschen. Da muss man eine Tonne drin haben. Und da ein bisschen mehr als eine Tonne, damit das überall überschwappt, damit das abgeschlossen ist. Können wir da eigentlich noch auf beiden Seiten einen Manual Air Lock reingeben? Weiß es eigentlich wurscht. Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Manche Teile wollen sie aber nicht bauen. Du, das ist auch irgendwie so eins, das einfach nicht mehr gebaut werden soll. Bau bitte ein Airflow-Teil dahin. Das machen wir auch mal neu. Ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her. Aber manchmal habe ich das Gefühl, muss man es einen neuen Auftrag geben, damit sie es tatsächlich machen. Wir müssen natürlich nachher hier oben auch zumachen, sonst bringt das hier auf der Seite nicht wirklich was. Aber momentan sind wir noch nicht so weit, dass das überhaupt hier luftdicht abgeschlossen wäre. Das heißt, es ist auch relativ egal, wenn es da oben nicht luftdicht abgeschlossen ist. Richtig wichtig ist jetzt erst, wenn wir dann das Ganze rausgezogen haben. Die ganzen Gase, die momentan drin sind. Und das Chlorin eingefüllt haben. Aber das machen wir ganz zum Schluss, wenn wir alles andere gebaut haben. Okay. Das ist keine Fein. Das ist noch eins. Eine Flasche kannst du noch dazugeben. Und dann lassen wir es. So, und Deconstruct. Wunderbar, wie viel ist da oben? 266, das reicht schon. Okay, ich lasse es immer noch so, dass sie von oben rein können, weil wir wollen noch zuerst die ganzen Sachen reinbauen. Ich habe mir noch nicht ganz überlegt, wie wir das machen mit der, mit dem Plumbing und dem Gas. Es könnte ein bisschen schwierig werden. Let's see. Ich meine, wir haben hier mal Platz für eine Pumpe und so shit. Es ist gut, dass wir hier Platz haben. Ich frage mich, ob ich das Gas auch einfach so durch. Ob es mit dem Gas gleich funktioniert wie mit dem Liquid. Dass ich es einfach nur in Serie durch drei Reservoirs durchfüllen muss, die alle unter Chlorin stehen und dann sind alle Germs tot. Wuppi fahren. Oder fahren, einfach. Wird auch weniger Ressourcen brauchen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich heute noch ums Plumbing kümmern will. Das wird alles sehr kompliziert. Wie schaut's bei euch aus eigentlich? Haben wir da schon einen Scheinimpf? Wir haben schon einen kleinen Scheinimpf. Wo sind eigentlich die anderen? Damit ich noch ein Egg vielleicht finde oder so. Wie schaut's bei euch aus? Groomed and happy. Wunderbar. Seid ihr nur zu dritt jetzt? Deine gestorben? Das waren noch viermal. Ich glaube, es ist einer gestorben. Wir haben keinen weiteren. Wann inkubiert sind endlich alle? Goddammit. 38, 62. 96%. Da kommt bald einer. Ich hoffe, sie können sich vermehren. Aber ich glaube, sie sollten sich eigentlich, solange sie glücklich sind und gegroomt werden und alles, sollten sie sich, glaube ich, mit der Zeit vermehren. Also sollten sie mehr als ein Ei legen pro. Ey, was ist mit dir, mein Dude? Wrangel! Immediately! Ist es schon wieder alles voll da unten? No, holy shit. Okay, mach noch eine Storage Bin. By the way, ihr könnt hier wirklich mal. Ich meine, ich könnte auf beiden Seiten eine Leiter haben. Das geht gar nicht so schlecht bei den Räumen. Also bei den Sachen, die keine Räume sein müssen. Why not? Ich meine, wir haben da eh genug Platz, um gleich nochmal
mehr Storage Bins zu bauen, by the way. Okay, wir sind damit eigentlich fertig. Aber wie gesagt, ich mag es irgendwie nicht. Ist mir gerade zu kompliziert, um das heute zu machen. Dann weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, ein paar Sachen können wir jetzt schon machen. Das, was irgendwie logisch ist, nämlich einfach die Verbindungen zwischen den beiden. Das ist schon wieder, wo kommt, grün kommt raus, weiß kommt rein, oder? Yes. Also du gehst da rein und da raus. Dann machen wir es vielleicht von der Seite, das ist einfacher. Und da war der Anfang und da war das Ende. Wobei, genau, wobei wir das wieder hierhin zurückführen können, damit es nur, damit es wirklich nur dann rausgeht. Ah, ich muss mir das nochmal anschauen. Damit es wirklich nur dann rausgeht, wenn die Champs tot sind. Also besser gesagt nicht, nein, dass nur neues Wasser reinkommt, wenn altes rauskommt. Naja, ich sag's euch, mein Gehen ist zu fucking done today. Lass ich gescheit zu verbinden, wir verbinden die Sachen jetzt so schnell. Nein, nicht so. Das brauchst du nicht. Nein, nicht die Kunstwerk. Sorry, mein Fehler, das wollte ich nicht. Cancel die Gaspipe. Ja, danke schön. Das könnt ihr mir jetzt noch schnell zusammenbauen. Oh. Kohle. Gib mir noch einmal Kohle. Fried Mushrooms, 8400. Curative Tablet. Ah, Curative. Sure. Ich meine, oh, das könnten wir auch machen. Eine Apotheke eigentlich, by the way. Und ein Medical Bed und so shit. Gibt's, warte mal. Room Overlay. Hospital. Toilet, Mess Table. Eine Toilette brauchst du? Oh mein Gott. Massage Klinik. Wo haben wir das denn? Medicine. Taste for Memory. ja, das heißt, wir müssen dann in eine Toilette hinhauen, auch noch. Das heißt, wir bräuchten da Plumbing auch noch. Das macht alles natürlich ein bisschen komplizierter. Aber geht sich das hier aus? Das ist vielleicht ein bisschen klein geraten. Ihr seid zu groß, oder? Du bist nicht zu groß. Was ist mit der Sickbay? Wie hoch seid ihr? Ah, du bist 3 hoch. God damn it. Do you have to? Do you have to be 3 hoch? Irgendwas anderes noch 3 hoch? Naja, die Toilette, oder? Naja. Ging sich das und die Toilette nebeneinander aus, eigentlich? Oder wir machen es einfach so, wir lassen da die Leiter drin. Das ist kind of interesting. Apothecary, das ist alles 3 hoch. Was ist mit euch in eurem 3 hoch sein müssen unbedingt? Um alles in der Welt. Was ist mit der Sink? Die ist auch 3 hoch. Alles ist fucking 3 hoch. Oder da? Ich meine, da will ich nachher eigentlich noch Betten reinhauen. So baut sie jetzt das schon wieder nicht. Jedes Mal baut ihn wer. Mein Gott. Cancel it. Cancel the build. Cancel the build. Alrighty. So, das gebe ich jetzt noch den Auftrag und dann glaube ich, lassen wir es für heute. Dann bin ich ein bisschen vor 5 fertig, aber das ist für mich eher angenehmer, weil dann habe ich wieder gestresst. Ich hoffe immer, dass es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Nächster Stream ist Mittwoch. Lüge ich? Nein. Mittwoch ist, glaube ich, nächster Stream und vielleicht machen wir irgendwas Neues. Also Oxygen not included, aber wir haben jetzt eigentlich Age of Honor's Planetfall abgeschlossen, nachdem wir das Szenario durchgespielt haben. Vielleicht schaue ich mir mal wieder Rimworld an, vielleicht finde ich irgendein neues Spiel. Let's see. Und natürlich Oxygen not included weiter. I guess.
Nachdem ich jetzt das gerade hier so in der Mitte stehen lasse. Ja, habt noch einen schönen Samstag. Feiert schön oder ruht euch schön aus. Whatever. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann. Servus.